Grüß Gott, liebe Freunde des KTV. Heute senden wir Ihnen brasilianische Volksmusik von Mellau in Vorarlberg. Wir sind auf der Alpe Hochvorsees. Der Steiner Jockel aus Brasilien wird uns mit seinem Akkordeon die schönsten Weisen aus seiner Heimat spielen. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Auch der junge, 7-jährige Marcel Knapp aus Dornbirn wird uns auf seiner diatonischen Ziehharmonika einige Stücke darbieten. Denn früh übt sich, wer ein Meister werden will. Thank you.
Mais uma pra dar a despedida e vamos embora porque o dia já clareou. Dancei mais uma pra dar a despedida e vamos embora porque o dia já clareou. Nós vamos embora, andamos sem tardança, pois a boiada nós temos que entregar. Mas nesta sala deixamos por lembrança risco de espora que nunca vai se apagar. Mas nesta sala deixamos por lembrança risco de espora que nunca vai se apagar. Dono do baile é um gaúcho folgazão, muito obrigado da sua cortesia. Eu agradeço o café e o chimarrão, me dá licença, vou despedir da família. Eu agradeço o café e o chimarrão, me dá licença, vou despedir da família. Adeus gaúcha, pois é minha esperança, não chore tanto que um dia eu vou voltar. Guarda este lenço, te deixo por lembrança, enxugue a lágrima quando de mim lembrar. Guarda este lenço, te deixo por lembrança, enxugue a lágrima quando de mim lembrar. Adeus amigo, aqui fica meu abraço e pro gaiteiro meu aperto de mão. Adeus gaúcha, não chore no meu braço que eu vou-me embora, mas deixo meu coração. Adeus gaúcha, não chore no meu braço que eu vou-me embora, mas deixo meu coração. Thank you.
Diese schlichten drei Holzkreuze stehen seit alter Zeit rechts der Straße am Dorfeingang von Mellau. Sie sollen aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges herrühren. Durch das Anbringen dieser ehrwürdigen Zeichen soll damals der Pest Einhalt geboten worden sein. Man bezeichnet sie deshalb auch als Pestkreuze. Nach anderer Überlieferung hätten sich seinerzeit an dieser Stelle die drei seligen Geschwister Merbort, Diedo und Ilga voneinander verabschiedet, nachdem sie die heimatliche Burg in Bregenz verlassen hatten. Die Schwester vom Steiner Jockel, Frau Juliana Vogt, die in Mellau verheiratet ist, wird uns das Gedicht »Die Hütte im Wald« vortragen. Die Hütte im Wald. Die Hütte ist ein guter Ort, um sich vom Aufstieg zu erholen, sich niederzusetzen in Mitte der Wiesen und der Wälder. Kein Duft gleicht jenen von Blüten und Blättern. An keinen Ort, so scheint es, ist Gottes Wunder näher als diesem. Ich atme ein, ich atme aus, ich lasse los und schaffe neue Kraft. Ich lebe und ich bin. Doch ist sie keine Bleibe, die Hütte im Wald, aber ein Wendepunkt für ein neues Ankommen zu Hause. Thank you.
nascer, no jardim fui passear. Encontrei o lírio chorando, a rosa não estava lá. Foi grande minha surpresa, lá no último galinho avistei a rosa branca no bico de passarinho. Foi grande minha surpresa, lá no último galinho avistei a rosa branca no bico de passarinho. Nunca mais vi rosa branca, minha roseira enfeitar. Nunca mais fui ao jardim, as florzinhas cultivar. Nunca mais vi rosa branca, minha roseira enfeitar. Já secou e as suas folhas também. Só a saudade ficou da rosa que eu quero bem. A roseira já secou e as suas folhas também. Só a saudade ficou. Wir besuchen jetzt noch die Kapelle St. Wendelin auf der Alpe Hochvorsees und hören dazu Gitarrenklänge vom Brasilianer Arnaldo Savignago. Er spielt das Musikstück Lacrima, die Träne. Thank you.
dos fandangos do tio Pila. A entrada e um café que pagava cinco pila. Du bist ein wirklich ein Akrobat auf diesen Tasten. Lieber Carlo, jetzt wünsche ich dir alles Gute nochmals und bleib gesund und bringe viel Freude nach Brasilien von Österreich. Danke, wir warten dir einen neuen Besuch. Ja, das kann sein. Aber ob ich so alt werde noch, ich bin schon ein alter Hase, weißt du. Nein. Lieber Carlos, so schnell kommst du nicht weg da von der Bank. Ja? Jetzt spielst du dann noch ein wunderbares fürs Gemüt. Am liebsten, wenn es dir ausginge, einen schönen Walzer. Ja. Mit brasilianischem Einschlag. Das möchte ich sehr gerne von dir hören. Und bleib noch ein bisschen sitzen und mach das auf dem Bankel da, gell? Gerne. Du, ciao, Carlo. Okay. Genau, ciao. Se encontram machucadas pelo desprazer, com aceno, com riso apenas, da vontade da gente viver. São os velhos mistérios da vida, rebenteados pelo dia a dia. Já cansado de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Tá cansado de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria.
você vai. As lembranças tranqueiam com as águas passageiras do rio Uruguai. E as guitarras eternas cigarras entre as flores dos velhos ipês, sempre vivas dormidas se acordam na lembrança da primeira vez. Sempre vivas dormidas se acordam na lembrança da primeira vez. Você vai, as lembranças tranqueiam com as águas passageiras do rio Uruguai. E as guitarras eternas cigarras entre as flores dos velhos ipês, sempre vivas dormidas se acordam na lembrança da primeira vez. Sempre vivas dormidas se acordam na lembrança da primeira vez. Werte Zuseher des KTVs, mit dem letzten Stück, das uns Carlo Steiner dargeboten hat, verabschieden wir uns von ganzem Herzen aus dem schönen Bregenzer Wald, und zwar aus Mellau, aus der Hochvorsees. Wir hoffen, dass Ihnen diese Sendung sehr gut gefallen hat. Dankeschön.